Auf der Frankfurter Automobilausstellung 1951 wurde der Mercedes 220 erstmals präsentiert. Er war der erste Mercedes mit einem reinen Sechszylindermotor der Nachkriegsära. Technisch gibt es zahlreiche Anlehnungen an den Mercedes 170 S. Äußerlich ist der Mercedes 220 aber gleich an den in die Kotflügel integrierten Scheinwerfer zu erkennen. Auch im Heckbereich wurden die Rückscheinwerfer nun in den Kotflügel integriert. Ansonsten wurden neben der Motorisierung nur kleine Veränderungen vorgenommen, wie beispielsweise die Verbesserung der Bremsanlage. Unter der Motorhaube sitzt beim 220er Modell ein 80 PS starker Reihen-6-Zylinder-Motor mit 2171 Kubik. Damit bringt es das Gefährt auf eine Spitzengeschwindigkeit von rund 145 km pro Stunde. Im Vergleich zu einigen Fahrzeugen aus der damaligen Zeit erkennt man schnell, dass es sich bei dieser Leistung um eine außerordentliche Motorisierung handelt. Der Motor war mit einer oben liegenden Nockenwelle und dem Duplex-Kettenantrieb neuartig, aber er wurde dem Fahrzeug gerecht. Die Schaltung war als Lenkradschaltung konzipiert, da sie sich bereits bei den 170er Modellen gut bewährt hatte. Das Fahrgefühl des 1,5 Tonnen schweren Wagens ist souverän und unterstreicht den Anspruch von Leistung und Komfort. Vorderen Einzelradaufhängungen mit Doppelquerlenkern sorgen für eine gute Straßenlage. Die Form ist eine Reminiszenz an die späten 30er Jahre. Üppiger Chrom und die runden Formen sorgen für eine gewisse Eleganz. Dies ist auch im Innenraum präsent. Bequeme Sitze, Holzelemente und Chromverzierungen tragen dazu bei. Alles in allem ein sehr freundliches und gediegen anmutendes Fahrzeug mit herausragender Leistung.